So, Timox, du bist leider im Viertelfinale ausgeschieden, hast eigentlich eine super Gruppenphase gehabt, bist als Erster durchgekommen, Achtelfinale hast du auch souverän 4:0 gewonnen und jetzt dieser herbe Rückschlag. Woran lag's? Gute Frage, also ich habe echt gut gespielt eigentlich die ganze Zeit, aber Fabian hat jede Chance, die er hat, genutzt und dann hat das Hinspiel 3:2 gewonnen und im Rückspiel dann auch 3:0, also ist okay, aber tut halt ein bisschen weh. Ja, wir haben hier schon ein großes Favoritensterben. Jihan liegt zurück, Tim liegt zurück. Ist da ein Grund, vielleicht FIFA 19, oder also von FIFA 18 der Unterschied auf FIFA 19? Nee, würde ich nicht sagen. Es kommt einfach immer darauf an, wie das Spiel verläuft. Man braucht ein bisschen Glück. Zum Beispiel ja, im Rückspiel lag ich direkt 1:0 hinten, brauchte dann 3 Tore. Und das ist halt sehr, sehr schwer aufzuholen mit der Auswärtstorregel. Und ja, auch bei Tim, der ist auch wegen der Auswärtstorregel ausgeschieden. Ist halt eine Regel, die es so sonst nicht gibt, weil man muss sein Spiel, glaube ich, ein bisschen verändern, was wir aber alle eigentlich nicht gemacht haben. Davon gehe ich aus und ja, dann fliegt man halt raus. Letztes Jahr hatten wir eigentlich nur die Qualis und dann das Finale hier in Dortmund. Dieses Jahr hat man das ein bisschen anders verstellt. Man hat die Clubs, man hat die Open Qualis und jetzt halt eben hier die Playoffs und dann das Finale. Wie findest du das neue System? Auf jeden Fall gut, also vor allem die Club Championship hat mir sehr gut gefallen, zusammen mit meinem Teammate Salzor, weil wir hatten vorher nie so Events, wo wir zusammen was machen mussten, waren immer Kontrahenten. Das war das erste Turnier, wo wir als Team agiert haben und das war auf jeden Fall mega cool und ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch noch gibt. Alles klar, vielen Dank und noch viel Erfolg.